Die Wissemara des Fördervereins Pöhler Kogge zeigt seit dem 14. April wieder Flagge im Wismarer Hafen. Im Zuge eines Segelturns ist sie in der Wismarbucht unterwegs gewesen. Das Schiff stammt ursprünglich aus dem 14. Jahrhundert. 1999 wurde das Wrack vor Timmendorf geborgen und daraufhin nachgebaut. Die mittelalterliche Kogge besteht größtenteils aus Kiefer. Mit einer Länge von 31 Metern und einer Breite von 9 Metern ist sie eine der größten Koggen aus der Hansezeit. Der Mast hat eine Höhe von 32 Metern. Neben der Besatzung von 10 Leuten können weitere 55 Personen mitsegeln. Das Schiff ist ein wahrer Hingucker im Wismarer Hafen. Ein Segeltörn lohnt sich.